Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Pokémon Top 10 und zwar dieses Mal zu den 10 besten bzw. 10 hübschesten Ultrabestien, meiner Meinung nach. Und das finde ich ziemlich interessant, muss ich sagen, weil es gibt genau 10, deswegen lohnt es sich perfekt, eine Topliste zu machen und kein Ranking, wie ich es bei den legendären Pokémon gemacht habe. Denn die Ultrabestien sind keine legendären Pokémon, sie sind etwas ganz Eigenes. Ich persönlich finde die ehrlich gesagt ziemlich cool. Einige Leute haten sie so ein bisschen, aber ich muss sagen, ich finde eigentlich fast alle sehr gut aussehend, ja. 2, 3 finde ich jetzt nicht so nice, aber okay, das hat man eigentlich bei jeder Pokémon-Gruppe, dass einem irgendwas nicht so sehr zusagt, aber ansonsten bin ich vollkommen zufrieden damit und ich finde, dass davon gerne auch noch mehr rauskommen können und diese Pokémon sind für mich persönlich ehrlich gesagt ganz normale Legendaries, also selbst wenn davon nie wieder Pokémon erscheinen werden von diesen Ultrabestien, für mich sind das ganz normale legendäre Pokémon, weil im Endeffekt funktionieren sie genau so. Sie haben zwar eine besondere Fähigkeit, nämlich den Bestienboost, aber ansonsten sind das für mich einfach besondere, herausstechende Pokémon und das sind für mich genau diese Legendaries, die ich so liebe. Und über die soll es heute gehen und ich werde sie heute so ein bisschen ranken, deswegen schreibt mir eure Meinung zu den Pokémon gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren und wie würde eure Liste aussehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an mit Platz 10. Und der 10. Platz geht natürlich an das Pokémon Schlinking und ich denke mal, das hätten die meisten so gemacht, denn Schlinking ist einfach ziemlich, ziemlich ugly. Ich verstehe den Sinn dahinter, es soll gruselig aussehen und es ist quasi ein Kürbis so ein bisschen. Und es ist auch nicht so scheiße von der Idee her, aber irgendwie ist es einfach ein fettes Teil, was ich nie einsetzen wollte und was auch competitive gesehen nicht gut ist. Muss man leider sagen, ja. Das bedeutet, selbst im Kampf ist das Pokémon nicht gerade interessant und deswegen habe ich eigentlich gar keinen Grund, das Pokémon irgendwie zu trainieren oder in Erwägung zu ziehen, weil das Design gefällt mir nicht, im Kampf ist es nicht so toll. Und es ist einfach sehr, sehr strange, muss ich sagen. Wir werden heute einige strange Designs sehen. Das ist quasi das Markenzeichen von diesen Ultrabestien. Aber das hier finde ich einfach nicht so cool. Und die anderen finde ich einfach in jedem Punkt besser. Und das auch mit Abstand. Also Schlinking gefällt mir überhaupt nicht, aber die anderen kann ich eigentlich alle zumindest so ein bisschen leiden. Und ein gutes Beispiel hierfür ist das Pokémon Kaguron, weil das mag ich eigentlich vom Design her nicht so sehr, weil mir die Idee dahinter nicht so gefällt. Aber ich kann verstehen, wenn Leute das wirklich cool finden, weil es ist eigentlich auch nicht schlecht designt, ja? Schlinking ist in meinen Augen schon relativ schlecht designt, aber das Kaguron ist gut designt. Es ist einfach nur nicht ganz mein Geschmack. Es ist ähnlich wie mit den legendären Pokémon der 7. Generation. Da haben mir ja auch einige Pokémon nicht so zugesagt. Und Kaguron ist auch so. Ich finde es von der Idee her nicht übel. Die Umsetzung ist auch vollkommen okay. Es sieht skurril aus, wie für eine Ultrabestie notwendig, aber trotzdem irgendwie cool. Aber es ist nicht ganz mein Fall. Und dementsprechend nur Platz 9, das war für mich relativ klar, weil alle anderen mag ich einfach deutlich mehr. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem skurrilsten Design, und zwar zu Koplosio. Das ist ja brandneu und es kam dazu mit Ultramond und Ultrasonne. Und ich finde dieses Design sehr, sehr sonderbar, muss ich sagen. Auch dieser explodierende Kopf und so, und dass es quasi an einen Clown angelehnt ist, ist was ganz Besonderes. Auf jeden Fall sehr strange, aber ich mag es irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass es ein Feuer-Pokémon ist und dass ich es gerne einsetze in meinem Feuer-Monotype-Team. Und es ist auch im Overused, ehrlich gesagt, ziemlich praktisch. Ein sehr cooles Pokémon, ein sehr starkes Pokémon. Und ich schätze es einfach sehr. Ein sehr, sehr starkes Pokémon und auch wenn ich es vom Design her vielleicht ein bisschen zu skurril finde, würde ich nicht sagen, dass ich es hate. Mir persönlich sagt es auf jeden Fall etwas mehr zu als Kaguron, aber wie gesagt, das ist rein subjektiv. Ich kann vollkommen verstehen, wenn man Koplosio hatet, denn wenn man es ein bisschen zu skurril findet, dann... ja, wird man das wahrscheinlich überhaupt nicht mögen. Aber ich persönlich finde es noch im Rahmen und deswegen Platz 8, aber mehr ist leider auch für mich nicht drin, weil es gibt einfach klar bessere Designs. Und eines der Pokémon, das ich etwas besser finde vom Design her, ist das gute Anego, weil das ist sehr simpel gehalten, aber trotzdem gefällt es mir sehr und es sieht unglaublich legendär aus und trotzdem gleichzeitig noch wie eine Ultrabestie. Das Pokémon sieht so ein bisschen aus wie ein Hut mit Haaren dran, ja, das hört sich aber lamer an als es ist, weil ich finde, es sieht sehr mystisch aus und ein bisschen gruselig auch ehrlich gesagt. Und ich hätte auf jeden Fall Respekt davor, wenn ich das im Real Life treffen würde. Auf jeden Fall ist es für mich was Besonderes und ich finde es einfach etwas cooler gehalten als Koplosio noch, weil Koplosio kann man nicht so sehr ernst nehmen, es ist sehr skurril. Aber Anego ist das erste Pokémon in der Top-Liste, das ich ernst nehmen kann und trotzdem cool finde und deswegen Platz 7. Und ich denke mal, das macht auch sehr viel Sinn. Doch jetzt kommen wir zu dem Pokémon, was für mich sehr schwer zu ranken war, und zwar Muramura. Und das Pokémon ist genauso neu wie halt Koplosio. Und ich habe durch meine Ultramond-Edition das Muramura bekommen und kein Koplosio. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Muramura mehr mag als ein paar andere Ultrabestien. Aber naja,
Es ist halt, obwohl es ganz cool aussieht, relativ lame. Ich weiß nicht. Geht das nur mir so? Ich finde das Design sehr, sehr cool. Ja, ich finde es viel, viel cooler als beispielsweise Bronzong. Ja, das kann man, denke ich, hier ganz gut vergleichen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie langweilig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es zweimal sogar auf Level 100 trainiert bisher. Mit verschiedenen Builds halt, mit verschiedenen Wesen und so weiter. Und irgendwie hat mir das nie so viel Spaß gemacht. Und deswegen landet das Pokémon nur auf Platz 6, obwohl ich es eigentlich vom Design her ziemlich gut finde. Ich finde es ziemlich perfekt. Ich würde keinen Pixel ändern wollen. Aber irgendwie wirkt es auf mich langweilig. Vielleicht liegt es nur an mir. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es sehr langsam ist. Das ist nämlich nicht so ganz mein Spielstil. Aber gut, auf jeden Fall trotzdem ein gutes Design. Definitiv. Und Platz 6 hat sich das Pokémon auf jeden Fall verdient. Mit Abstand. Aber mehr ist bei mir leider nicht drin. Denn es gibt noch so Pokémon wie Charbel und ich muss sagen, Charbel muss man nicht mögen. Dieses Pokémon sieht sehr speziell aus, quasi eine Fusion aus einem Model und einer Schabe. Also eine sehr skurrile Idee, was aber mal wieder für die Ultrabestien exemplarisch ist, also wieso nicht. Und es sieht auf jeden Fall legendär aus, aber vielleicht ein bisschen zu menschlich und sehr, sehr, sehr dünn und fragil, ja. Und so spielt es sich auch, was ziemlich lustig ist, denn es ist sehr schnell, aber es knickt gerne ein, weil es halt so dünn und fragil ist, ja. Und es ist ein sehr starkes Pokémon, ziemlich OP und ich habe es gerne eingesetzt. Ich habe es auch auf Level 100 trainiert, so wie sehr viele Ultrabestien. Und ich bin überzeugt davon, aber ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen zu skurril für Pokémon und es sieht nicht aus wie ein Pokémon. Und deswegen kann ich dem Pokémon nicht mehr geben als Platz 5, auch wenn ich es gerne einsetze. Wenn ich es nicht gerne einsetzen würde, würde es wohl die Topliste hier verlieren. Aber bei mir schafft es das Pokémon in die Top 5 über Muramura. Aber das war wie gesagt für mich eine schwierige Entscheidung, weil Muramura ist klar besser designt. Aber es geht hier um meine Präferenzen und deswegen Charbel auf Platz 5. Ich denke mal, das kann man nachvollziehen, aber ich verstehe, wenn man das Pokémon überhaupt nicht leiden kann, weil es ist wirklich eigentlich kein Pokémon-Design. Doch jetzt geht's weiter mit dem interessantesten Pokémon, finde ich, und zwar mit Naganadel. Und dieses Pokémon konnte ich bis vor kurzem überhaupt nicht leiden. Es war für mich einfach ein gefaktes Beabor in unfassbar hässlich. Und der Sprite of Beezer-Fans, muss ich sagen, sieht auch sehr sonderbar aus. So wie einige Sprites von diesen Pokémon, wenn man mal im Internet schaut. Aber eigentlich ist das Pokémon in-game relativ hübsch. Ich finde es eigentlich ganz cool sogar. Auch dieses Pokémon habe ich auf Level 100 trainiert, erstaunlicherweise. Ja, ich spiele recht viel Ultramond. Und ja, ich mag es. Ich mag es erstaunlicherweise. Und ich konnte dem Ganzen was abgewinnen. Finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Aber ich hätte niemals gedacht, als das Pokémon released wurde, dass es bei mir bei einer Topliste auf Platz 4 landen würde. Ich dachte, es landet unter Schlingking, ja. Weil das erste, was ich von dem Pokémon gesehen habe, hat mich einfach nur abgeschreckt, aber das war eine Fehlentscheidung. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen scheiße, dass man hier eine Vorentwicklung mit eingebunden hat, nämlich Venikro. Ich habe zwar nichts gegen das Design, es ist halt ein bisschen, na, sonderbar, aber okay. Aber ich finde es blöd, dass solche besonderen Pokémon-Arten, die quasi aus Basis-Pokémon bestehen, auch bei den Legendaries, plötzlich Evolutionen bekommen. Ich meine, wir haben auch Cosmog und Cosmowurm. Ich finde das einfach unpassend. Wieso macht man das? Bitte lass es einfach. Lass die Legendaries und die Ultrabestien als Basis-Pokémon stehen, ja. Vielleicht kann man mal eine Mega-Evolution draus machen oder so. Oder sowas halt wie bei Zygarde. Aber eine Vorentwicklung finde ich ziemlich scheiße. Also das passt, finde ich, überhaupt nicht. Das macht diese Pokémon zu normal, finde ich. Auch wenn natürlich Naganadel besonders aussieht, ist es einfach ein bisschen blöd, finde ich. Aber gut, das ist natürlich nur meine Meinung. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem Thema. Wollt ihr, dass es Vorentwicklungen gibt bei Ultrabestien und bei Legendaries? Ich persönlich eher nicht. Und da kommen wir auch schon zum Siegertreppchen und zwar zunächst mal zu Mosquito. Und als ich persönlich Mosquito zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wird die Topliste gewinnen, wenn ich mal eine machen sollte irgendwann. Denn ich finde es einfach unfassbar cool. Es ist einfach eine sehr coole Idee. Es ist zwar mal wieder kein wirkliches Pokémon-Design, es ist halt extrem skurril mit den vier Beinen. Und diesen fetten Muskeln. Es sieht ziemlich badass aus und ich mag tatsächlich die Nase, ja. Das sieht irgendwie sehr skurril, aber sehr cool aus. Ich finde es wunderbar. Aber irgendwie gibt es mittlerweile zwei Pokémon, die ich mehr mag. Jetzt, wo ich Pokémon aktiv spiele, auch competitive, und so ein bisschen die Pokémon auch einsetze, verbinde ich mittlerweile mehr mit zwei anderen Pokémon. Und die finde ich mittlerweile sogar vom Design her besser. Und deswegen für Mosquito nur der Platz 3, aber trotzdem ist dieses Pokémon genial designt. Ich liebe es. Auch wenn es, wie gesagt, kein wirkliches Pokémon-Design ist. Ich mag es einfach irgendwie und ich finde es episch. Und da kommen wir auch schon zu Platz 2 und zwar zu Voltriant. Und dieses Pokémon verkörpert für mich einfach perfekt die Elektrizität. Das sieht sowas von cool aus. Quasi ein Draht als Pokémon.
Und irgendwie liebe ich das Design. Ich finde es mittlerweile sowas von viel besser als Mosquito. Ich weiß nicht, es hat sich für mich so schnell gewandelt irgendwie. Mosquito mochte ich immer am meisten, aber dann kam Voltriant und hat es einfach in den Schatten gestellt. Sofort, als ich es näher betrachtet habe. Es hat den reinen Typ Elektro, was ich schon mal ganz cool finde. Und es ist einfach für mich ein Pokémon, das mit am besten die Elektrizität symbolisiert. Es macht diesen Job fast so gut wie Zapdos, finde ich. Und das ist schon was Besonderes. Es sieht auch mal wieder nicht aus wie ein Pokémon, aber das ist halt häufig so bei diesen Ultrabestien. Die sollen nicht unbedingt so aussehen, die sollen herausstechen und sehr skurril aussehen. Und das schafft dieses Pokémon prima. Und gleichzeitig sieht es verdammt nice aus. Aber Leute, es ist nichts gegen Katagami. Ich liebe dieses Pokémon. Ich habe es auf Level 100 trainiert mit Ultramond, ja. Ich habe es in Pokémon Showdown schon unfassbar häufig eingesetzt. Ich will gar nicht nachzählen, also bestimmt schon in über 50 Battles und ich setze es immer wieder gerne ein. Es wird mir nie langweilig. Ich finde es vom Design her absolut perfekt. Es ist quasi ein kleines Origami-Pokémon, was gleichzeitig unfassbar legendär und besonders und stark aussieht. Ich liebe das Design. Ich will keinen Pixel ändern und es gehört definitiv zu meinem Lieblings-Pokémon. Und allein für dieses Design liebe ich die Idee der Ultrabestien, weil ohne die Idee hätten wir sowas hier nie bekommen. Und ich bin froh, dass es das gibt. Auch wenn einige Leute die Ultrabestien nicht mögen, solche Designs will ich nicht mehr missen. Ich liebe sie. Und Katagami werde ich noch lange einsetzen. Ich glaube, das ist sogar fast schon bei meinen 10 Lieblings-Pokémon mit dabei. Und das sagt einiges aus, weil da hat es extreme Konkurrenz. Aber ich finde es einfach sehr, sehr gut. Das war's aber auch schon mit der heutigen Top-Liste. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den Pokémon in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Und dann werden wir uns in Zukunft wahrscheinlich dann endlich mal eine kombinierte Top-Liste von den Legendary-Pokémon anschauen. Das wird für mich sehr, sehr schwierig werden, denn ja, es gibt sehr, sehr viele coole legendäre Pokémon und da die finale Top 10 rauszuarbeiten, wird eine schwierige Entscheidung, aber das wird dann bald kommen, dieses Video. Und an dieser Stelle auf jeden Fall riesiges Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard, links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal, mein Hauptkanal, rechts daneben ist mein Livestream-Ankündigungskanal, wenn ich mal streame, werde ich es da bekannt geben. Und rechts daneben sind noch zwei Videos, das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Top-Liste, deswegen schaut da mal rein, bis bald, tschüss.